Shavati Krab, Yindi Don Rab Ti Raigan, Rien Puntan, Pasatai Gapkun Putum Krab, Vani Raucha Putung Ruan Giogab Dualek Tai Nakrab, Nacha Tan Lai Lai Kun, Samat Nap Dualek Nung, Tung Sip Dai Leo Nakrab, Sung Bodriani Hai Ogat Fük Taksana Tuk Tuk Yang Chen Gan Kien Gan An Gan Put Lako Gan Fang Pua Hai Rien Pasatai Ti Tuk Dong Nakrab Kun Prom Leo Yang Krab Prom Leo Chai Mai Okay Rung Gan Tuk Okay, na? So, hallo und herzlich willkommen zurück. Na, heute, ich hoffe, Sie haben das verstanden. Heute werden wir uns einmal über die thailändischen Zahlen unterhalten, da viele von uns ja schon von 1 bis 10 zählen können, habe ich heute eine spezielle Lektion für Sie vorbereitet, wie das auch üblich in der Schule ist. Na? Okay, und zwar werden wir die thailändischen Zahlen in Buchstaben schreiben, übersetzen, sprechen und dann die Zahlen von 1 bis zu 1 Million, 10 Millionen bis zur Zahl X lernen. Ja? Auch im Sprechteil haben wir heute das Verb sein sowie Nominativsätze und ja, das richtige Bitteschön, ja, die verschiedenen Arten. Okay, gut, aber ich denke, wir fangen einmal mit den Wiederholungen an. Ja, schauen Sie bitte. Ja, die Wiederholung, Lektion 3, schreiben. Erst einmal die Buchstaben, die wir schon kennen. Go, Kai. Go, Kai. Kokurt, Kokwai, Kokon, Korakang, Ngongu, Jochan, Joching, Jochang, Soso, Jochö, Yoying, Doshada, Dopadak. Totan, Tomunto, Toputau, Nonen, Dotek, Dotau, Totung, Totahan und Totung. Natürlich können Sie schon viel mehr Buchstaben anhand der Schriftweise, aber okay, ne, dazu später. So, na, dann hätten wir jetzt Dualektai. Dua, na, dieses hier wäre ein Ua, Dua, na, Dualektai, na, Lek, Nung, Tung, Nung Lan, na, okay, gut, das erkläre ich Ihnen wieder an der Tafel. Weiter geht's. Okay, gut, na, dann fangen wir an. Lektai oder Dualektai, Dualek wären eher die Zahlen. Na, und es gibt noch ein Mailek, das wären eher die Nummern. Vorsicht, es gibt verschiedene Nummern wie Codes und Postleitzahlen. Na? Okay, gut, dann fangen wir mal mit der ersten Zahl an. Das hier. Ja? Da hatten wir den ersten Buchstaben. Den schreiben wir hier wie den Korb Y, aber hier noch ein Strich durch. Ja? Okay, und das hier wäre dann ein S. Dann haben wir hier das lange U und ein N. Ja? Somit bedeutet das Sohn
Sohn. Okay, dieses Zeichen hier bedeutet nicht aussprechen. Ne? Das bedeutet, es ist nicht von der thailändischen Sprache, ne? Also aus einer Fremdsprache. Hier ist das das Pali. Ne? Das bedeutet nicht aussprechen, das hier nennen wir Galang. Ne? Okay, diese Silbe nennen wir dann Galang. Okay, somit haben wir die erste Zahl. Sohn, Sohn, okay, gut, dann haben wir die erste Zahl. Vorsicht, das H und das N wird zusammengesprochen. Das wäre dann ein N. Na? Okay, dann haben wir hier oben ein kurzes Ö. Na? Ein Ö. Unterkiefer etwas nach vorne, Mund etwas spreizen. Ü, ü. Okay. Und das ND. Na? Somit bedeutet diese Zahl Nün. Nün. Na? Nün. Okay. Und Nün würde nach unten gehen. Moment, ich schreibe es dir einmal hier hin. Na? Nün würde nach unten gehen. So, dann haben wir den zweiten Buchstaben. Der ist hier relativ oft, muss ich sagen. Na, den schreiben wir so. Wir nehmen hier einen Kreis, gehen da herüber, hoch und hier einen Strich drauf. Auch das ist ein S. Na, auch das wäre ein S-Ton. Na, okay, Vorsicht, der ist hier relativ oft. Dieser hier eher seltener. Das heißt, auch dieser Buchstabe wird eher in der Bildungssprache benutzt, na, wie zum Beispiel San für das Gericht. Na. Und hier das S ist eher in der normalen Thai-Sprache. Okay, gut. Dann haben wir hier den zweiten Buchstaben. Das hier wäre das S. Hier haben wir das offene O und hier das NG. Ja? Somit haben wir ein Song, Song, Song. Schauen Sie, Nün, Song, Nün, Song. Ja, bei Nün diese Seite hier zeigt an nach unten, aber wie gesagt, Tonregeln später, ja, nachdem wir alle Buchstaben durch haben. Okay, Song. Gut, nach dem zweiten kommt der dritte. Ja, die Nummer 3. Da hätten wir auch hier das S. Das hier wäre das lange A und ein M. Ja, S, A, M. Sam. Und dann kommt hier noch die Betonung dazu. Sam, Sam, schauen Sie, Nummer 2, Song, Nummer 3, Sam, Nün, Song, Sam. Und wieder haben wir diese Buchstaben bei der vierten Zahl. Das hier ist das S und oben haben wir das lange I. Somit haben wir ein Si, Si, Si. Ja, das geht auch nach unten. Si, Si. Ja, okay. Sam, Song, Nün. Ja, Nün, Song, Sam, Si. Ja, okay, gut, weiter geht es. Hier wird das H gesprochen. Das hier ist das H und das hier ist ein AA. Ja? Und dieses Tonzeichen zeigt an, fallen. Somit haben wir ein H, H, ja? H. Okay, schauen Sie noch einmal alle Zahlen. H, Si, Sam, Song,
wir nun sagen, sang, si, ha. Okay, gut, dann schauen wir uns einmal das erste Pfeil an. Zur Wiederholung. Angefangen mit Sohn. Nimm, nimm. Song, song. Sam, sam. See, see. Ha, ha. Okay, und noch einmal alle zusammen. Nung, song, sam, see, ha. Okay, gut, dann geht es weiter. Noch einmal zur Wiederholung, angefangen bei 0. Sun, sun. Nun, song, sam, si, ha. Ja, das Ha, das manche Leute vielleicht schon kennen, wenn Thailänder sich auf Facebook schreiben, ha, ha, ha. Ja, was ja oft als ein Gelächter dargestellt wird. Ja, okay, gut, dann geht es weiter mit dem nächsten Buchstaben. Hier haben wir das H und ein K. Ja, und für alle, die den Unterricht bisher verfolgt haben, wissen, was jetzt kommt. Ja, wir haben eine Silbe, zwei Konsonanten, ein O, das man spricht, aber nicht schreibt. Ja, somit haben wir ein Hock, Hock, ja, Hock, wie der Captain Hock, ja, okay, wie der Captain Hock, okay, gut, Hock, Ha, Si, Sam, Song, Nön, ja, Hock geht natürlich nach unten, okay. My leg, dabei. My leg für die Nummer. Da weiterführend, beigehend. Okay. My leg, dabei. 7. Ja. Auf Thailändisch. Jet, jet, jet. Ja. Diesen hier kennen wir ja schon. Das hier wäre das J, J. Jojan, Jojan. Ja. Dann haben wir hier diese Kombination. Ja, das hier wäre ein kurzes E und ein D am Ende ergibt immer ein T. Ja, somit heißt das Jet. Jet. Und geht auch nach unten. Ja, Jet. Wie Jet. Jet. Sei kein Depp. Die Zukunft ist der Düsenjet. Jet. Ja? Okay, nach unten. Vorsicht bei diesem Buchstaben. Kopf nach innen ist das D. Ja? Kopf nach außen wäre das KH. Okay. Jet. Hop. Ha. Si. Sam. Song, nun, nun, song, sam, si, ha, hok, jet. My leg, dabei, my leg, dabei. Ja, die weiterführende Zahl wäre die bed, bed, bed. Das hier, das BP, diese beiden wären ein
Und ein D ist am Ende ein T. Somit haben wir Bett, 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 wie bei Batman. Na? Okay, Bett, Jet, Hook, Hook, Jet, Bett. Na? Okay, gut. Nach Bett, my leg, dabei, ne? My leg, dabei nie. Na, wäre ein Gau, Gau, Gau. Okay, diesen hier kennen wir, das hier wäre das G. Und hier, dazwischen eingequetscht, schauen Sie, wäre das Au, Au, Au. Ne, ist so verteilender Mittel gesprochen, würde später zu den langen Vokalen gehören. Somit heißt das Gau. Gau, Gau, na gerade, Gau, 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 das hier ist ein Gau, na, Gau für die Neuen, Gau, na, okay, gut, Gau, Bett, Jet, Hook, na, okay, nun, Song, Sam, Si, Ha, Hook, Jet, Bett, Gau. Na, okay, ne? Bett, wo ist lange, Gau. Na? Und dann kommt der letzte. Das hier wäre das S, das I, ein kurzes I und ein B. Na, was später, weil wir kennen ja nur KPT-Enden, zu einem P wird somit, ne, SIP, ne, SIP, 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 geht auch nach unten. Na, Vorsicht, schaut ja mal hier den Vokal, dieser und dieser. Hier haben wir ein Rennboot, das hier wäre der I. Hier haben wir ein Segelschiff, das wäre das I, ne, I. I, Mund gespreizt etwas, ne? I, I, Sip, Sip, okay. Sip, Gau, Bett, Jet, Hock, Ha, Si, Sam, Song, Nün. Und noch einmal. Nün, Song, Sam, Si. Ha, Hook, Jet, Bett, Gau, Sip. Na, okay, das wären quasi My Leg, Nüng, Tüng, Sip. Na klar, okay, gut, das wären jetzt die Nummern, na, 1 bis 10. So, jetzt schauen wir uns das erste Mal wieder in der Präposition, in der Präsentation an, bevor es weitergeht. Na? Okay, schauen Sie einmal. Okay, somit noch einmal 0 bis 10. Sun, Nung, Song, Sam, Si, Ha, Hok. Jet, Bett, Gau, Sip. Und noch einmal zusammengefasst. Sun, Nung, Song, Sam, Si, Ha, Hok, Jet, Bett, Gau, Sip. Ja? Eine Frage dafür wäre zum Beispiel diese nach der Telefonnummer. Wie ist Ihre Telefonnummer? Bö. Ja, Bö heißt Nummer.
Na, b. Moment, hier. B. Na, wir können auch sagen, my leg. Na, aber Thailänder tendieren eher von bö, was ja von number kommt. Number, na, number. Okay. Telefon, Tora Sap. Von Ihnen, Kong Kun, ist Kü, Arai, ne? Krab. Ich könnte auch fragen, Ben, Arai. Aber dazu mehr im späteren Teil von Sprechen, wo wir das Hilfsverb sein haben. Ne? Okay. Bö, Tora Sap, Kong Kun, Kü, Arai. Bitte schreiben Sie mit. Ko, Kien, Long Noi, ne, Krab? Okay. Sun Ha. Sun Hok. Gao Bet. Si Ha Bet. Noch einmal. Sun Ha. Sun Hok. Gao, bet, si, ha, bet, leo, bö, torasap, kong kun, kü, arai, krab. Okay. So, und weil es gerade im Moment so gut hineinpasst, können wir gleich etwas einmal mit Klassifikatoren anfangen. Classifier. Auf Englisch, ne? Das ist etwas wie ein Stückwort, ein Stück Seife, ein Glas Bier, ne? Okay, Ko Bier Chang Nün Gao, bitte ein Glas Chang Bier, ne? Okay, oder Baga, Baga für Kugelschreiber, das ist ein Baga Whiteboard, okay, Baga Whiteboard Nün Ten, Baga Whiteboard Song 10, ne? Song 2, 10, dann der Klassifikator, ne? Okay, gut, alles klar, ne? Eine Frage dazu, das lernen wir aber nachher im Sprechkurs. Niku Arai, was ist das, ne? Niku Arai, was ist das? Baga Nung 10, Baga Song 10, ne? Okay. Das Grab bitte nicht vergessen. Okay, als ersten Klassifikator, das kennen wir schon vom Gogai, finden wir hier das Kon. Ne? N und die alte Regel. Kon für Personen. Dann hätten wir ein Log. Ne? Log. Für runde Sachen, ne, wie Bälle, Früchte gehen auch. Ne? Okay, Luke, einen Moment. Fallender Ton. Ne? Bei, bei, bei. Vorsichtig. Bei, vergehen. Bei für Blatt, ne? Bei und bei, ne? Okay, gut. Ne? Bei ist ein Blatt. Und das wäre für Teller, für Gläser, weil früher hat man eben auf Tellern, also auf Blättern gegessen oder bei Gläser zu einem Trichter zusammengerollt und dann daraus getrunken. Taschen oder Boxen würden auch gehen. Ne, weil früher hat man alles in Blätter hineingetan. Okay, das können auch alte Wörter sein. Ne? Bei. Ein B und das Ei. Vorsichtig, da gibt es zwei. Ne, schauen Sie hier, gleicher Ton. Mit diesem hier werden aber nur 20 Wörter geschrieben. Okay, weiter geht es mit Dua. Dua. DT und das hier wäre ein Ua. Na?
Okay, Dua. Dua können wir für alles mit Armen und Beinen gebrauchen. Ja, zum Beispiel Tische, solche Sachen, Stühle, Kleidung, aber er geht auch für Tiere. Ne? Somit Tiere sind immer Dua. Con für Personen, Dua für Tiere. Ne? Okay, gut. Weiter geht es noch mit Lem. Na? Lem. Lem. Lem ist für gebundene Gegenstände, wie zum Beispiel Bücher, Magazine, na, oder für spitze Gegenstände, wie zum Beispiel Nadeln, Kerzen. Na, die werden ja auch oben spitz. Na, okay? Okay, na. Puchai nun kon. Erst was? Anzahl plus die, plus der Klassifikator. Na, das zeige ich Ihnen gleich. Ja, auf einem speziellen Pfeil. Na? Okay, gut. Falls man den Klassifikator nicht kennt, weil der ist ja wichtig für die Mehrzahlbildung, na? Bei 1 können Sie sagen, Puchai nun kon oder Puchai kon nun. Bei 1 geht das, aber nicht mehr bei 2. Wenn ich den Klassifikator nicht weiß und es sind Gegenstände, dann kann man auch ganz einfach ein An benutzen. Ja? Bagar, Sam, An. Ja? Songburi, ja? Song, Song an. Ja? Das würde dann auch dann gehen. Oder man wiederholt das Hauptwort einfach noch einmal. Ja? Das sind Sachen, die gehen, wie zum Beispiel Bagar, Sam, Bagar. Das würde auch gehen, aber niemals alleine Sam Bagar, das würde nicht gehen. Okay, zu den Klassifikatoren, das ist jetzt nur ein kleiner Einstieg. Da kommen wir später im Sprachkurs, also beim Sprechen und Grammatik, noch mehr dazu und behandeln das Thema etwas direkter. Ne? Am Anfang noch einmal Nummer 1, Con für Personen, Lu für runde Sachen, Bai für Teller, Glas, Boxen, Dua für Tiere. Na, für Tiere auch Buchstaben oder Zahlen, das wären auch Dua und Lem, na, für gebundene oder spitze Gegenstände. Falls ich den Klassifikator nicht weiß, ein An. Na, okay, gut, dann schauen Sie sich erst einmal die Präsentation an. Und achten Sie noch nicht auf die geschriebenen Wörter, sondern eher auf die geschriebenen Zahlen, weil da sind wir ja gerade dabei. Okay. Gut, dann schauen wir uns noch einmal an, wie das mit der Einzahl- und Mehrzahlbildung bei Nomen im Thailändischen funktioniert. Hier haben wir erst einmal den Puchai. Puchai für Mann. Und Puying. Puying für die Frau. Der Klassifikator wäre Con. Na? Nomen, Klassifikator, das Stückwort. Na? Okay, Con, es sind ja Personen. Okay, Lukbon. Na? Das L am Ende wird zum N, aber dazu später. Na? Lukbon oder Thailänder sagen oft auch nur Bon. Football für Fußball, na? Oder Som für die Orange. Si Som wäre die Farbe Orange, na? Das gleiche wie im Deutschen. Der Klassifikator wäre Lug, allerdings für Orange wäre noch ein Pon, na? Auch noch möglich, aber okay, es kann ja mehr als ein Klassifikator möglich sein. Okay, weiter geht es mit einem Grabau. Grabau, ne, das G und das R wird immer am Anfang oder in einer Silbe zusammengesprochen. Grabau für Tasche und Gäu für das Glas.
Okay, Tasche. Früher habe ich meine sieben Sachen in ein großes Blatt eingepackt und bin damit auf Reisen gegangen. Bei Gär habe ich früher ein Bananenblatt zu einem Trichter zusammengerollt und damit Wasser geschöpft und daraus Wasser getrunken. Somit der Klassifikator bei, ne, für Blatt. Okay, gut. Weiter geht es mit Gaui, ne, für den Stuhl und ein Bla, Bla für den Fisch. Ne, Gaui hat Arme und Beine und der Bla ist ein Tier, somit Klassifikator Dua. Bei einem Menschen kann das nur so gebraucht werden, Duaeng, ne, für mich selbst. Nur dann. Ne? Okay, gut. Weiter geht es mit einem Moment. Miet. Miet. Ne, für Messer. Und Nangsü. Nangsü für Buch. Der Klassifikator wäre Lem, weil es ja, das Buch ist ein gebundener Gegenstand und das Messer ist spitz. Na, okay. Schauen Sie einmal. Hier haben wir was? Puchai. Na, dann haben wir hier die Anzahl Nün und den Klassifikator Kon. Vorsicht, ich kann Bier singen. Nun Kurt, also für eine Flasche Singabier, oder bei 1 würde auch sogar noch gehen, Bier Sing Kurt Nun, aber nur bei der 1. Na? Okay, gut. Auf das hier brauchen Sie noch nicht zu achten. Das hier können Sie ruhig einmal mitlesen, weil das haben wir ja gelernt. Und die Anzahl und was es ist, sehen Sie ja immer oben. Schauen Sie. Poying, Poying. Song, Song, Kon, Kon. Poying, Song, Kon. Poying, Song, Kon. Lokbon, Lokbon. Sam, Sam, Lok, Lok. Lokbon, Sam, Lok. Lokbon Sam Lok. Som, Som. Si, Si. Lok, Lok. Som, Si, Lok. Som, Si, Lok. Grabau, Grabau. Ha, Ha. Bei, bei. Grabau, habei. Grabau, habei. Gäu, gäu. Hock, hock. Bei, bei. Gäu, hock, bei. Gäu, hock, bei. Na, okay. Gaui, Gaui, Jet, Jet, Dua, Dua, Gaui, Jet, Dua, Gaui, Jet, Dua. Bla, Bla, Bet, Bet, Dua, Dua, Bla, Bet, Dua, Bla. Bet, Dua. Miet, Miet. Gau, Gau. Lem, Lem. Miet, Gau, Lem. Miet, Gau, Lem. Nangsü, Nangsü. Sip, Sip. Lem, Lem. Nangsü, Sip, Lem. Nangsü, Sip, Lem. Na, für 10 Bücher. Okay, da sehen Sie auch einmal,
welche Hauptbücher, das ich im Anfangskurs benutze. Einmal ein Buch, um die Buchstaben nachzuschreiben. Ein Kinderbuch, na, wo es ja dann später auch Multimedia gibt. Okay, dann hier das Hauptbuch für den Anfang von Giovannoli für die Grammatik. Das Buch von Becker, um nachzusprechen. Vor allem, mir gefällt dort auch das Multimedia-Programm, das werde ich später noch empfehlen. Und natürlich mein selbstgeschriebenes, zusammenfassendes Buch. Oh, das ist für Deutsch, aber okay. Ja, mein selbstgeschriebenes, zusammenfassendes Buch plus Extrablätter von mir geschrieben, damit auch das Hörverstehen und auch das Sprechen besonders geübt wird. Ja, okay, gut, später kann man dann in Deutschland als Standard angeben, na, etwa Giovannoli, Lektion 1 bis 7 plus die kompletten Konsonanten, die Tonhöhen von Mittel, Hoch und Tief ist normalerweise dann im zweiten Kurs zusammenfassend und besondere, ganz besondere Schreibweisen. Na, und vom Sprechen her, naja, ist das eine Mixtur dann aus diesem und aus diesem Buch. Na, da werden Sie auch, falls jemand in Deutschland weiterlernt, hat damit immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Okay, weiter geht's zum Abschluss. Okay, gut, dann geht es weiter mit den Zahlen 11 bis 99. Schauen Sie einmal. 11 wäre ein SIP-Ed. Na, SIP können Sie ja schon lesen. SIP wäre ja die 10. Moment, ich nehme diesen Stift hier. SIP wäre ja die 10. Und dann hätten wir hier das kurze E. Diese hier wird nicht ausgesprochen, na, weil bei diesem OA, na, wenn ich sage, das hier wäre ein A. Ja, ein Vokal muss immer in Verbindung mit einem Konsonanten stehen. Und wenn ich ein A alleine aussprechen möchte, mache ich diese Kombination einfach so mit diesem O an. Ja, okay, so wäre das ein Konsonant. Und das würde dann A heißen. Sehen Sie, an die Stelle des Striches den O an hin und man kann den Vokal alleine sprechen. Okay, somit wäre das ein E und ein, schon bekannt, das D, ne, was ja am Ende ein T ist. Somit heißt das SIP-ED. Ne, SIP-ED. ED geht nach unten. Die Einzelzahl nach der Zehnerzahl ist immer die ED. Ne. Auch als Beispiel, ich greife da mal vor, für 101, Sie kennen bestimmt den Ort Roy Ed, ne, was ja dann 101 bedeutet. Also, sobald eine Zahl vor der 1 steht, wechselt die 1 von Nün auf Ed, ne, im Hochtag. Okay, gut, weiter würde es dann gehen mit, das kennen wir auch schon, Sipsong, ne, Sipsong. Für 12, 13, sip sam, sip si, sip ha, sip hok, sip chet, sip pet, sip tau. Na, und dann hätten wir hier ein je sip. Na, je sip. Das hier wäre das J und hier ein langes I. Und hier hätten wir wiederum die SIP. Je SIP, na, ergibt 20. Auch das ist besonders. Wir kennen das ja im Deutschen. Na, 11 besonders. 12 besonders. Na, 17 und später 70 ist besonders. Na. Im Thailändischen ist die Anzahl der Besonderheiten in etwa gleich. Aber etwas anders, same, same, but different. Ja? 11 wie im Deutschen, sip et. Dann aber sip song, sip sam. Na? Und schauen Sie hier, sip sam, das sip steht davor, danach die Zahl bedeutet 13. Na?
Okay, sage ich aber 30, wäre das ein, schauen Sie, ein Sam-Sip. Na, dann hätten wir so etwas, 3 und 10. Ja? Das wäre dann 30, somit 40, C-Sip, H-Sip, Rock-Sip, Jet-Sip, Bad-Sip, Gau-Sip. Na, okay, gut. Na, und dann, na, 20, Yee-Sip. Okay, gut, dann haben wir ein Yee-Sip-Ad, Yee-Sip-Song, Yee-Sip-Sam, Yee-Sip-See, Yee-Sip-Ha, Yee-Sip-Hok, Yee-Sip-Jet, Yee-Sip-Bad, Yee-Sip-Gau, na, bis 29. Na, somit wäre ein 45, schauen Sie, ein Sie 40, 5, Sie sind H. Na, im Deutschen zählen wir ja, na, wir sagen ja, 45 ist 5 plus 40 ergibt 45, na, 40, 5. Na, Sie sind Buak Ha, Taugab, Sisip Ha. Na, okay, gut. Dann, ich habe mal etwas vorbereitet, weil bei mir in der Schule ist ja auch immer Multimedia etwas aktuell. Das hier kommt von einem Lernprogramm für die thailändischen Kinder, ein früheres Lernprogramm, na, was dann die erste Stufe unterrichtet. Falls Sie das herunterladen möchten, na, das sind Bücher mit dabei, komplett alle Bücher plus Multimedia-Files. Das Programm ist für Kinder sehr interessant und ich mixe so etwas auch ab und zu mit in den Unterricht mit ein. Schauen Sie sich das bitte einmal an. Okay, zuerst nochmal die Zahlen 0 bis 10. Sun, Nün. Song, Sam, Si, Ha, Hok, Jet, Bet, Gao, Sip. Okay, und dann die Zehnerzahlen. 11 wäre ein Sip-Et. Ja, die 12, Sip-Song, 13, Sipsam und so weiter. 20 wäre ein Yisip, ne? Vorsicht bei 20. Aber es heißt ja auch bei uns 20 und nicht 20. Okay, ne? Und so wird es dann weitergehen mit Hoksip Gau. Ne? Okay. Die Frage wäre hier Kun Ayu Taurai. Kun Ayu Taurai Krab. Pom Ayu. Schauen Sie. Ha Sip Et. Ne? Ha Sip Et. Okay. Wie hier das Et. Ne? Leo Kun Le und Sie. Kun Ayu Taurai Krab. Bevor wir mit dem Film anfangen, erst einmal kleiner Wortschatz. Das erste, da hätten wir ein Jack. Das bedeutet aus oder von. Ne? Jack. Dann hätten wir ein Pöm. Ne? Das hier wäre das Ö. Ö. Ne? Etwas Unterkiefer nach vorne. Mund etwas breiter, ne? Ö, ne? Pöm, ne? Pöm würde bedeuten hinzufügen, ne? Und hätte diesen Ton. Okay, dann hätten wir ein Kün, Kün, Kün bedeutet aufsteigend. Kün sabai di kün mai, ne? Wohlbefinden gut aufsteigend, geht es Ihnen besser. Auch so kann ich das benutzen. Okay, und ein Ben,
Das ist das Hilfsverb sein. Na, eines von den Hilfsverben sein. Mehr dazu im Sprechteil. Und das wäre dann so geschrieben für ein kurzes E. Na, okay, gut. Na, alles klar. Chak. Na, dann haben wir hier die Anzahl. Chak Song von 2. Pömkün. Pömkün. Hinzufügend, aufsteigend. Song. Ben. Ist etwas hier wie ist gleich 4. Okay, alles klar. Viel Spaß mit dem Video. Die Song zum Nun. Meyak le krab nong nong. Nong nong mal du to yang tam tarang ni gan na krab. Jak 31. Pömkün tila song. Ben 33. Jak 33. Pömkün tila song. Ben 35. Jak 35. เพิ่มขึ้นทีละ2เป็น37นี่คือการนับเพิ่มทีละ2ซึ่งเราสามารถนับเพิ่มทีละ2แบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยครับน้องๆเรามาลองดูการเพิ่มขึ้นทีละ2ตั้งแต่จำนวน40กันนะครับน้องๆจาก40เพิ่มขึ้น2เป็น42จาก42เพิ่มขึ้น2เป็น44จาก44เพิ่มขึ้น2เป็น46จาก46เพิ่มขึ้น2เป็น48จาก48เพิ่มขึ้น2เป็น50นับเร็วๆได้แบบนี้ครับน้องๆ40 42 44 46 48และ50ครับเรามาลองดูการเพิ่มขึ้นทีละ2ตั้งแต่จำนวน45กันนะครับน้องๆจาก45เพิ่มขึ้น2เป็น47จาก47เพิ่มขึ้น2เป็น49จาก49เพิ่มขึ้น2เป็น51จาก51เพิ่มขึ้น2เป็น53จาก53เพิ่มขึ้น2เป็น55จะได้ดังนี้45 47 49ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสามและห้าสิบห้าเราลองมาดูการเพิ่มขึ้นทีละ2ตั้งแต่จำนวน48กันนะครับน้องๆจาก48เพิ่มขึ้น2เป็น50จาก50เพิ่มขึ้น2เป็น52จาก52เพิ่มขึ้น2เป็น54จาก54เพิ่มขึ้น2เป็น56จาก56เพิ่มขึ้น2เป็น58จะได้ดังนี้48 50ห้าสิบสองห้าสิบสี่ห้าสิบหกและห้าสิบแปดโอเค gut verstanden na dann geht es einmal weiter mit den nächsten Zahlen aus Platzgründen na schreibe ich es jetzt einmal so hier hin und später bei den Files werde ich das noch etwas genauer erklären. Okay, gut. Für die 100er Stelle, was ja die Nummer 3 wäre, bedeutet Roy, 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 na, ein R, 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 na, das R, Rüa, na, bitte nicht als R betonen. Roy, Roy, lernen wir später ausgiebiger beim Konsonant. Okay, das hier wäre das R
Hier wäre das ja wiederum ein Vokal, ein O und ein, okay, Y ergibt normalerweise ein I, ne? Roy, 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 ne? Und geht nach oben. Somit, wir können sagen, nun Roy, oder bei 100 können wir auch nur 100 sagen, wie bei uns nur ein Roy, Roy, okay, Roy at, Roy at, ja? Den Ort kennen Sie vielleicht, 101. Nun Roy Song, nun Roy Sam und so weiter, 102, 103. Song Roy, 200. Sam Roy, Sie Roy, Ha Roy, Hop Roy, Jet Roy, Bed Roy, Gau Roy, na, okay, na, Roy, Roy, immer hoch, na, das wären die 100er Zahlen. Dann kommen die Tausender, na, eine Tausender Zahl wäre Pan. Schauen Sie, das P, ein A und ein N. Pan, Pan, ja? Pan oder nun Pan, ja? 1000 oder 1000. Ja? Schauen Sie, Song Pan, Sam Pan, Sie Pan, Ha Pan, Hop Pan, Jet Pan, Bed Pan, Gau Pan. Ja, bis 9000. Okay, und dann haben wir im Thailändischen etwas Besonderes. Na, eine 10, na, ah, okay. 2500 wären dann Song Pan Ha Roy. Na, 2500. Na, Song Pan Ha Roy. Oder nur Song Pan Ha. Ja, das geht auch, kein Problem. Ja? Okay, dann etwas Besonderes, die 10.000 sind nicht Sipan, sondern 10.000 hat eine eigene Zahl, ja? Hat ein eigenes Wort, besser gesagt. Das bedeutet Mühl. Ja? Okay, schauen Sie, das hier wäre wiederum das N, ein langes Ö, 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 ja, Unterkiefer etwas nach vorne, breit, Mund etwas breit machen. Ö, Ö, nicht Ö, da haben die Thailänder ihre Probleme, sondern Ö. Und ein N. Und das würde auch nach unten gehen. Somit Mün, ja, Mün, Mün. Oder Nün, Mün. Nün, Mün, okay, 20.000, Song, Mün, 30.000, Sam, Mün, 40.000, Sie, Mün, 50.000, Ha, Mün, 60.000, Hop, Mün, 70.000, Jet, Mün, 80.000, Bad Mün, 90.000, Gau Mün, na, okay, gut, das wäre hier, na, Roy Pan Mün, und auch die 100.000 hat ein eigenes Wort, na, schauen Sie, da wären wir hier, das wäre mit unser altbekanntes S, das kennen Sie jetzt, wiederum diese beiden wären ein Ä, und wiederum ein N. Somit wären das Sen, Sen, na, Sen. Schauen Sie. Nun Sen, 100.000. Som Sen, 200.000. Sam Sen, 300.000. Si Sen, 400.000. Ha Sen,
500.000. Hook, 10, 600.000. Jet, 10, 700.000. Bed, 10, 800.000. Gau, 10, 900.000. Hoppla, wieder ein Zug. Moment. Na, okay, das wären die Zähne. Na, Zähne. Okay, Goi, Pan, Ü, Zähne. Und dann kommt voll das letzte. Na, das hier wäre immer die Anzahl der Zahlen. Und das letzte wäre dann die 1 Million. Das wäre ein Lan, Lan, auch hoch, Lan. Schauen Sie, ja, Nung, Lan, 1 Million, Song, Lan, Sam, Lan, Si, Lan, Ha, Lan, Hok, Lan, Jet, Lan, Bet, Lan, Gao, Lan, ne? Okay, gut. Und höher wie 1 Million gibt es im Thailändischen nicht. Sip Lan, 10 Millionen. Roy Lan, Pan Lan, Mün Lan, San Lan oder Lan Lan. Ja? Lan Lan, ja? San, ja? Nun San, Bat. Dann wären Sie reich, dann bräuchten Sie sich keine Sorge mehr zu machen. Na? Okay, ich erkläre das jetzt noch etwas ausführlicher hier bei den Files. Schauen Sie. Gut, dann noch einmal die Zahlen 1 oder besser gesagt 0 bis 99. Sun, Nung, Song, Sam, Si, Ha, Hok, Jet, Bet, Gao, Sip. Dann hätten wir noch 11, Sip Et, Sip Song, Sip Sam, Yi Sip, Hok Sip Gao. Na, okay, dann kommen wir zu den Hunderten Zahlen, ne? 100, Nung Roy, oder einfach nur Roy, ne? 101, Nung Roy Et, oder einfach nur Roy Et. 649 wären Hok Roy, Sisip, Gao. Na, okay. Gut, dann hätten wir die Frage Lek Ti Ban. Lek für die Nummer, Ti Platz, Ban Haus, Hausnummer, Lek Ti Ban. Kong Kun von Ihnen oder von dir, Tau Rai. Na? Lek Ti Ban, Kong Kun, Tau Rai. Da hätten wir die Nummer Bet Pan, Song, Roy Hok. Tüng bis Bet Pan Song Roy Sip Ha. Okay. Lek Ti Ban Kong Pom Kü. Bet Pan Song Roy Sip Et. Na, Krab, haben Sie das verstanden? Ja, somit frage ich Sie, Lek Ti Ban Kong Kun Tau Rai Krab. Nach den Hundertern-Zahlen folgen die Tausender-Zahlen. Tausend bedeutet Pan, ja? Nung Pan oder Si Pan Ha Roy. Hier haben wir ein Si Pan Sam Roy Gao. Noch einmal, Si Pan, ja, für 4000, ja, 300. Hier nichts und hier dann die 9. Na, Si Pan Sam Roy Gao. Schauen Sie. Na, da hätten wir das hier. Sam Pan Ha Roy Jet Sip Buak. Ha Pan
349เท่ากับเท่าไหร่นะ sehen Sie 3570 plus 5249 ergibt wie viel นะโอเค3570บวก5249เท่ากับเท่าไหร่ครับ Haben Sie die Lösung? Okay. 3570 buag 5249 tau gab 8319. Haben Sie die richtige Lösung? Okay. Nach Pan kommt die Sonderregel 10.000 sind nicht 10 Pan, sondern 10 Mün. Na, 10 Mün. Hier haben wir 10 Mün, 10 Mün, 10 Pan. Oder Mün Sie, na, das würde auch gehen, in Kurzfassung. 8.911 wären Bad Mün. Na, okay. Gau Pan. 10 Et. Na, Et, ja, für die Einserzahl ganz am Ende. Na, okay, gut, die Frage wäre dann Rot. Rot wird genommen, wie wenn wir unser Wagen sagen. Na? Rot bedeutet normalerweise Fahrzeug. Vorsicht, Rot und anders geschrieben, aber gleich ausgesprochen, Rot für den Geschmack. Okay, Rot, Raka, Raka wäre hier das Verb kosten. Wenn Sie das auf einem Preisschild sehen, wäre das ein Nomen, ne, und würde bedeuten Preis. Tau, Rai, wie viel? Ne? Rot, Raka, Tau, Rai, Grab. Ne? Okay. Dann können wir sagen, Rot Raka Bad Moon Gaupan Sip et Bat. Sehen Sie? Bat B-A-T. Ne? Bo bei Mai Sara A Tota Han Bat. Ne? Okay. Sehr gut. Auch die Hunderttausender haben ein bestimmtes Wort, das wäre sehen, wie hier nun sehen. Na, okay. Und die 1 Million wäre nun lan, na, nun lan. Okay. Na, höher wie lan geht es ja nicht mehr. Somit hätten wir hier 1.234.567 wäre nun sehen. Nung lan, song sen, sam mün, si pan, ha roi, huxib jet. Na, okay. Wie viel wären dann 25.569.301? Schauen Sie. Yisib ha lan, ha sen, Huk Mün Gau Pan Samroy Et. Na, okay. Bei den Hausaufgaben, na, die dann unten angehängt sind, habe ich ein paar Zahlen aufgeschrieben. Bitte schreiben Sie die auf Thailändisch. Das bedeutet in den thailändischen Buchstaben, damit Sie das etwas geübt werden. Na, ich habe ja auch ein Blatt zum Nachschreiben für die Zahlen 1 bis 10 mitgegeben. Wenn Sie clever waren, haben Sie das schon einmal im Voraus downgeloadet. Na? Okay, gut. Bot Sarup, na, die Zusammenfassung, was wir gelernt haben. Okay. Nung, Song, Sam, Si, Ha, Hok, Jet, Bad,
9, 10. Ja? Dazu 10, ne? Et immer nach der Zehnerzahl. 17, 20. Sam, 10. 100, 100, 100, 100, 100, ne? Lan nach oben. Okay, und die Zusatzzahl 0. Soon. Ja, und damit hätten Sie einmal alle Zahlen im Thailändischen. Ja, okay, gut. Okay, Bot Sarup, Zusammenfassung. Ja, schauen Sie. Nun, Som, Sam, Si, Ha, Hop, Jet, Bet, Tau, Sip, Sip et, Sip Som, Sip Sam, Yi Sip, ja? Si Sip Ha. Okay, 1 bis 99 auf diese Zeit. Sie brauchen nicht alles auswendig zu lernen. Das machen kleine Kinder. Sie können schon numerische Systeme. Wer nicht? Pe Nun Dua, Pe Som Dua, 1 Schaf, 2 Schafe. Muss nicht sein. Okay, 100, Roy, 1000, Pan, 10.000, Nun, 100.000, Sen, 1 Million, Lan, ne? Okay, gut, das wär's für heute gewesen. Ich hoffe, ne, für diejenigen, die noch nicht angefangen haben, mit dem Schreiben zu lernen, dass ich sie etwas motivieren konnte. Weil nur mit den thailändischen Buchstaben haben wir ja die richtige Aussprache. Das geht nicht nur anhand von ga, 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 ga. Ne, es sind nicht nur die Höhen und die Tiefen, sondern es ist auch der Unterschied zwischen bad und pet oder bed. Ne, bed, ne, okay. Ne, ob ein B, ob ein P oder ob ein B. Na, okay, auch das wären Unterschiede. Somit sage ich einmal Kop Kun Ma Krab, vielen, vielen Dank und wir treffen uns in der nächsten Lektion, hoffentlich. Ja, falls Sie möchten, auch bei YouTube, Daumen nach oben, Daumen nach unten. Bitte schreiben Sie mir auch bei Daumen nach unten die Begründung. Ich möchte aber dazu sagen, dass das hier live eingespielt ist, na, und ich kein Skript oder irgendetwas gebrauche. Somit, na, auch Thailänder lernen den Grundstock beim Goethe-Institut von Thailändern. Das hat die Ursache, weil wir normalerweise in den ersten 200, 260 Stunden am besten auch mit die Grammatik und die Satzstellung und alles erklären sollten anhand von unserer Sprache. Na, somit machen Sie sich da nicht so viele Gedanken. Schlimm wäre es nur, wenn ich alles falsch betonen würde, wie zum Beispiel ein Savadi Grab, ja, wobei es doch dann Savat heißt, ne? Savadi, wie Pattaya, ne? Pattaya, ne? Okay, nicht Pattaya. Na, okay, gut, alles klar. Na, dann hätten wir das. Kop Kun Ma Krab, Leo Pop Gan Mai, Nai Potrien, Do Beine Krab. Okay, na, tschüss und wir sehen uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Lektion. Na, okay, bye bye.